Hallo zusammen. Da sind wir wieder bei, wie heißt das Spiel gleich nochmal? Fallout. Fallout heißt es. Ach, ich habe ja die Mausempfindlichkeit runtergestellt, damit es nicht so schnell geht, ne? Das war eine super Idee von mir. Wie dem auch sei, bevor wir hier irgendwie groß rumrennen und mit irgendwelchen Leuten sprechen, zum Beispiel Inda, sollte ich noch irgendwas zu den Maschinenkarabinen vorlesen. Und zwar, warte mal, ich werfe das am besten mal weg, dann können wir es uns besser angucken. Das Ganze, wo ist es das denn überhaupt? Maschinenkarabiner. So. Da haben wir es. Nee, warte, ich kann nicht zoomen, wenn ich nichts in der Hand habe. Nein. So. Das, das ist sogar noch ein Fallschirmjäger-Maschinengewehr. Das Ganze soll darstellen. Moment. Der Sturmkarabiner amerikanisch ist der M4A1 Karabiner der Amerikaner. Er ist sehr beliebt wegen seiner einfachen Bauart und einfachen Wartung und ebenfalls der Anbaumöglichkeit verschiedener Hilfen wie M203 Granatwerfer oder Zielhilfen. So, wir sehen, wir haben hier übrigens ein Arcog-Visier drauf. Ganz normales Magazin. Vorne halt den üblichen Griff, den man kennt. M4 kennt man aus verschiedenen Spielen, aber ich glaube eher, das ist eine M4A2 oder A3. Nur so nebenbei. Aber ich glaube, das M4 ist gar nicht so beliebt, weil das Ding verdreckt nämlich schnell, das, der AK unter vorzuziehen. So, jetzt aber zurück zum Thema hier. Sollte ich nochmal vor diesem Moment. Das geht noch weiter. PS, es wäre nett, wenn du so meine Infobeiträge mit einbeziehen würdest in deinen LP. Danke, BurnoutDV. Und dann hat er einen Namen geschrieben. Haha. Guten Morgen! So, wer bist denn du? Bert, Gönner? Zur Folge plant die Legion, ihre besten Männer gegen uns einzusetzen. Was? Gegen euch? Achso, die Legion. Ja, wer ist denn Bert Gunnarsson? Willkommen, Bruder. Wie kann ich Ihnen helfen? Ja, das weiß ich selber nicht. Können Sie mich heilen? Ach, der kann mich heilen? Gerne. Verdammt, wo können all diese Flüchtlinge? Ach, den kann ich... Ach, mit dem habe ich ja schon gesprochen letzte Folge. Das war ja eher... Ah, verdammt, ich bin ja so vergesslich. Ich würde ja eigentlich mal in die Apartments gehen, weil angeblich ist hier irgendwie mal Apartment 400 oder die Leute, die ich aus Vault 34 rausgeholt habe. Obwohl ich davon persönlich überhaupt nichts mitgekriegt habe, aber angeblich soll es so sein. Wie man sagt, ich war hier in diesem Aerotech-Komplex sowieso noch nie. Vielleicht gibt es ja noch ein paar lustige Missionen, man weiß ja nie. Aerotech Suite 200, okay, gut. Fangen wir mit der 200 an, das ist nicht ganz die 400, aber was soll's. Los, Feuer. Also, diese Indoor-Feuer, da habe ich mal... Karawanenschrift, die darf ich sogar nehmen. Die ist nicht mal... Das wäre nicht mal Diebstahl, wenn ich die nehme. Kies. Wer ist denn Kies? Hallo, Kies. Wer sind die Leute hier alle? Also, außer dass es Flüchtlinge sind, das weiß Hallo. Ich auch. Hallo. Wie wär's mit deiner Partie Karawane? Nee, die Spielerei ist nicht für mein Ding, aber vielleicht hätten sie mir ein paar Pharmaka für mich. Pharmaka? Oh, verstehe. Auf der Suche nach einem chemischen Kick, was? Okay, passen Sie auf. Ich habe für Notfälle etwas Jet da. 35 Kronkorken und es gehört Ihnen. Ist Captain Parkers Berichterstatter? Na, darf aber so gut. Ich würde mich gerade fragen, was will ich denn mit Drogen? Und warum stehlen Sie mir dann die Zeit? Weiß ich doch nicht. Klar, Sprache, ich habe früher auch mal... Was ist Ihr Trick? Der Trick? Es heißt, jeder hat sein Glück selbst in der Hand. Naja, nach meiner Tintenbehandlung haben eher meine Gegenspieler mein Glück in der Hand. Was? Gezinkte Karten? Tintenbehandlung? Was? Hey, ich benutze ja nicht die ganze Zeit. Ich hab sie in meiner Hütte und hol sie nur raus, wenn ein richtig dicker Fisch vorbeikommt. Ich erinnere mich da, ihr hatten hier schon ein bisschen. Wer sind Sie? Ja, fragen wir das erste Mal. Ich heiße Keith. Na, Lust auf ein Spielchen? Ich habe Glücksspiele, Geschicklichkeitsspiele und jede Menge anderes Zeug. Wie wär's? Nachdem du mir gerade erzählst, dass du gezinkte Karten hast, ich glaube, das lassen wir mal lieber. Selber schuld. Ich verliere ja so schon immer mit einer Karawane. Nee, okay, ich habe also schon mal keine Lust, mit denen zu spielen. Junkie. Junkies, oder? Telefone, Computer. Ah, kaputte Computer vor allen Dingen. Aktenschränke. Vorkriegsgeld, Mensch. Vor allen Dingen hier liegt auch noch das Jet liegt ja noch auf dem Tisch. Warum sollte ich mir das von ihm da 35 holen, wenn ich das auch einfach ganz vom Tisch hier runternehmen kann, ohne dass irgendjemand merkt, weil hier sowieso alle pennen. Also mal wirklich, warum sollte ich mir den Aufwand machen? Diese ganzen Dosen hier sind natürlich nicht so gut. Das Radio, das lassen wir mal lieber in Ruhe. Geht's hier noch weiter? Das ist hier so ein altes Bandspeichergerät, oder? Warte, ich mach mal Licht an. Das wäre vielleicht mal ganz klug. Hier war gerade eine Dose in der Luft. Aber ansonsten gibt es, glaube ich, nicht viel zu holen, außer halt Jet ohne Ende, so wie es aussieht. Das hätte ich auch mal mitnehmen sollen, das Jet. Verdammt, ich hab's vergessen. Aber trotzdem, ist. Außer den reichhaltigen Drogenvorrat haben wir hier erstmal nichts, so wie es aussieht. Na gut, ich finde ein bisschen schade eigentlich. Hätte ich gern. Oh, ein Nuka-Cola-Automat. Aber das war's dann auch schon. Nuka-Cola brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Das heißt, ich möchte halt in die Santa Barilla gucken, sind wahrscheinlich nur auf Santa Barilla-Flaschen drauf. Also brauche ich nicht mal dafür. Also. Oh, den Schreibtisch darf ich wiederum nicht leer räumen. Nach allen Ach, hier sind die gezinkten Karten, Mensch. Das lohnt sich ja richtig hier. Nein, ich möchte keine Darts mitnehmen. Hab ich gar kein Interesse dran, aber seine Karten. Huhu. Da, Karma verloren. Ich bin der Messias. Als ob ich hier noch irgendwelche Kartenverluste zu fürchten habe. Ein Trinkbrunnen, nee, drei Rattes. Das können wir uns mal über das.
Das lassen wir mal lieber gut sein. Hier sind noch mehr Dosen hier in Luft. Ja, jetzt, wenn ich solche... Das ist ja wie mit der Schwerkraft hier bei Douglas Adams, so. Dass man fliegen kann, solange die Schwerkraft nicht hinguckt. Bei den gibt es Fliegen. Achso, das Gebäude ist zu frick. Den kann man nämlich fliegen. Zumindest bei anderen durch die Galaxis. Der Trick beim Fliegen ist nämlich, nicht daran zu denken, dass man fallen könnte. Glaube ich, so war es. Wie viele Apartments gibt es denn hier eigentlich? Nur zwei Stück, oder? Also ich weiß, bin mir nicht ganz sicher, warum das hier Bürokomplex genannt wird. Eigentlich sind das ja doch relativ gedrungene kleine Gebäude. Was haben wir hier für Lampen? Aerotech Suite 300. Burn das RNK, Geld oder Legion Geld kannst du in Casinos und Chips tauschen. So kriegst du den ganzen Wert des Geldes. Ja, ja, vielleicht mache ich das mal, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich tausche das auch bei Händlern ohne Probleme. Einfach weil ich habe keinen Wert mehr für Geld. Also, pff, ich habe 33.000 Deckel. Und die teuerste Waffe kostet immer so 15.000. Also, ich habe eigentlich schon die Waffen, die ich brauche. Ich kann eh nicht mehr mitschleppen. Das heißt, jetzt, wenn ich hier so eine super, immer tolle Waffe noch kaufen würde, hätte ich immer noch Geld über. Dann könnte ich die Dinger noch dreimal reparieren. Oh, da haben wir noch eine. Wackelpuppe Intelligenz, yay, Wert 100. Du hast eine Walltech Limited Edition Wackelpuppe gefunden. Die Inschrift auf dem Sockel lautet: Wer die Weisheit sucht, ist ein weiser Mann. Wer glaubt, sie gefunden zu haben, ist ein Narr. Du hättest dauerhaft 3 plus Wissenschaft, 2 plus Medizin und 1 plus auf Reparieren. Du hättest 1% mehr Erfahrung. Hurray! Hua, die Maus. Sonst noch was? Nö, oder? Immerhin, das hat eigentlich für die Wabbelpuppe hat sich schon gelohnt. Genau, die Wabbelpuppe. Ja, heute habe ich schon einen Versprechern. Ah, das liegt daran. Das sieht ein bisschen aus wie so ein... Das ist ein Staubsauger, ne? Das sah gerade auf den ersten Blick aus wie so ein Brain. Wie hier sind gleich nochmal die... Die Typen mit den Gehirn drin. Ich hab schon... Geld ist bei Bethesda Games einfach viel zu oft zu finden. Naja, man muss sich das nochmal vorstellen. Den Gedanken hatte ich bei Skyrim das erste Mal. Die Leute, die da arbeiten, die kriegen halt nicht so... Oh, wer ist er denn? Oh, wir haben übrigens einen Magnum-Revolver gefunden. Ich hätte ja gedacht, dass es irgendwie ein Ding ist. Und Magnum-Patronen, interessant. Hat sich anscheinend auf Clodas Leben genommen. Den Gedanken, den ich gerade zu Ende führen wollte, den hatte ich in Skyrim schon. Man ist hier mehr oder weniger als Abenteuer unterwegs. Man heißt, da ich das verladen und speichern können, sterben wir halt sehr selten. Wir gehen ja unglaubliche Gefahren ein. Muss man mal so denken, was wir alles so machen. Das sind ja ganz schön gewaltige Gefahren. Wir schleichen uns in tiefste Todeskrallenhöhlen, irgendwelche Steinbrüche, erschießen einen Legion-Soldaten nach dem anderen. Wir erschießen tonnenweise Leute, die jeweils immer ihren gesamten Besitz fallen lassen. Das heißt, wir haben quasi aufsummiert, dass das Geld und die Ressourcen von mehreren hundert Menschen eingesammelt. Wenn man die ganzen Forschungslabors noch mitzieht, die wir alle gegradet haben, wahrscheinlich mehr Tausende von Leuten. Und Skyrim war es genau das Gleiche. Da haben wir wahrscheinlich tausende Banditen getötet und haben all denen ihr Geld eingesammelt. Normalerweise hat so ein Bauer halt sein ganzes Leben nicht besonders viel. Und wir haben halt das... Warum liegen denn hier gerührte Schrecken rum? Na egal. Wir haben halt so unglaublich viel Gold und Geld und Waffen und Ausrüstung von allen möglichen Leuten. Wir haben noch nicht mal alles mitgenommen. Das hätte man ja noch viel mehr verwerten können, wenn man gewollt hätte. Warum stehen hier nicht überall diese komischen Datenschränke rum? Die habe ich bis jetzt eigentlich noch nie gesehen. Hier war ich doch gerade in den Raum. Ich bin so doof. Ich sollte weniger reden und mehr mich darauf konzentrieren, wo ich lang renne. Ah. Na gut, dann ist die Suite auch alle. Und deswegen hat man so viel Gold. Oder Geld, wie auch immer. Oder Deckel. Oder was auch immer gerade die aktuelle Spielwährung ist. Das wird doch nie anders sein. Ich meine, entweder man findet künstlich wenig, wie zum Beispiel in Stalker war es. Oder hat man nie die Rüstung der Gegner gefunden, weil die musste man ja sich teuer kaufen. Obwohl in Stalker hat man auch unendlich viel Gold gehabt. Oder Geld, besser gesagt. Warte mal, wo ist denn jetzt eigentlich dieses Aerotech-Dingens 400? Das, oder gibt es hier nur die beiden? Die Suiten 300 und Dingsbums. Ich habe doch letzten Stream habe ich doch diese tolle Auskunft gekriegt, dass ich die Leute da finde. Ich gucke einfach auf eine lokale Karte an, wie ich sie auch. So, es gibt die Suite 200, es gibt das Aerotech-Zelt, also es hat noch einen extra Eingang. Und die Suite 300, also es gibt keine Suite 400. Na gut, sehr schade, oder? So komme ich in das Anhörgebäude und ich gehe mal ins Zelt. Wie dem auch sei, Geld ist keine Mangelware. Ich meine, es gibt ja auch teure Waffen, obwohl ich mich ernsthaft frage, wer sich Dinger leisten kann. Das ist angeblich nicht mehr... sind Elite-Einheiten hier unterwegs, um unsere Truppen zu unterstützen. Warum kann ich den beklauen, selbst wenn ich... Achso. Was wollte ich gerade sagen? Ich wollte gerade um was zu Wort bringen. Ich hab's vergessen. Ah, ich bin zu leicht abzulenken. Mentats würde ich gerne. Kann ich die unentdeckt mitnehmen? Ja. Mentats nehme ich immer gerne. First Aid Box. Mensch. Blutpaket? Nee, das brauche ich garantiert nicht. Das Bloodpack. Nein, ich habe Wasserschmutzig mitgenommen. Ich wollte nicht. Oh, wurde ich erkannt? Nee, doch nicht. Wie dem auch was sei, Geld ist keine Mangel. Absolut nicht. Ach ja, die teuren Waffen, aber ich weiß nicht, wer sich leisten soll, die von den Waffenschiebern. Maximal der Onkel, Ted Gunderson mit seiner Rinderfarm oder sonst. Was kann ich für Sie tun? Ach, den habe ich noch gar nicht gefragt. Ach ja, wer bist du denn, Frank Weathers?
Ich heiße Frank Weathers. Ich bin Bauer mit ein paar hundert Morgen bei Junktown. Tja, ich war Bauer. Jetzt bin ich wohl nicht mehr viel. Was wissen Sie über Legion? Sie sind Kannibalen, Sklaventreiber und Schlimmeres. Nicht den Aufregen. Man munkelt, dass sie bereitstehen, um das Colorado River Valley zu überrennen. Und selbst die Armee wird sie nicht aufhalten. Ach. Einer der Offiziere hier oder im Camp McCarran kann Ihnen wohl mehr erzählen. Ja, ich habe dich gefragt. Warum bist du hierher gekommen? Wahrscheinlich um das Glück zu suchen, würde ich mal stark vermuten. Warum kommt überhaupt jemand her? Ich dachte, ich würde an den Spieltischen reich werden und nie wieder einen Pflug anfassen müssen. Ich wollte doch nur für meine Familie sorgen und jetzt sind sie weg. Alle weg. Gott vergib mir. Ich glaube, das ist der, von dem ich den Tagebucheintrag gefunden habe, oder? Wo drin stand hier, ich brauche mehr Geld? Caesars Legion hat uns bei Searchlight angegriffen. Die Ranger meinten, dass sie meine Familie wahrscheinlich nach Cottonwood Cove gebracht haben. Ach, die Weathers! Die Weathers, da habe ich doch schon eine Mission für die weiß ich doch bereits, wo die sind hier. Warte mal, wo ist denn das hier? Haben wir die Kirchmäuse, Medikamenten, verlass dich auf mich, blablabla, wo ist denn das hier? Ich bekämpfe das Gesetz. Die Weathers aus der Sklaverei befreien, genau. Ah, hier ist der Typ dazu, alles klar. Flüchtling, 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 nur Flüchtlinge. Na gut, es gibt also keine Aerotech Suite 400. Oh, ein Amateurfunkgerät. Achso, na gut, das war jetzt. Was ist denn das hier noch für eine Karte? Kann ich die irgendwie an... Ach nee, was ist denn das? Egal. Ah, die Weather ist kein Wunder, dass mir der Name Weather so bekannt vorkam. So, also ich stelle fest, wir kommen nicht in die Aerotech Suite 400 rein, weil es die einfach nicht gibt. Wahrscheinlich wäre sie hier. Aber diese Tür zeichnet sich durch eine gewisse Zuheit aus. Schade eigentlich. Na gut, zum Thema meiner World-Flüchtlinge, die sind dann wohl für immer weg. Das heißt, ich kann hier immer noch von außen rein, was ich irgendwie sehr bezweifle. Das wäre irgendwie unlogisch. Na gut. Der gehört zu den drei Personen, die bei Legion befreien hat. Ja, habe ich jetzt auch rausgekriegt. Alter, heute, die Verzögerung ist schon wieder ganz schön groß, muss ich so jetzt mal so zugeben. Sei also Charisma sehr heiße Nerf. Nerfs grant significant combat bonus to all companions. Aha. Charisma bringt Nerven? Das erfahre ich jetzt zum ersten Mal nach 270 Folgen oder so. Warte mal, hier draußen sind ja noch mehr Bürokomplexe, oder? Also, da ist auf jeden Fall noch so ein Bürogebäude. Sieht zumindest so aus wie eins. Na, kommt man nicht von hier außen vielleicht irgendwie noch rein? Das habe ich jetzt natürlich noch nicht geguckt. Das ist keine Tür, das ist nur so ein modernes Fenster. Nehme ich mal stark an. Ja, stimmt, hier gibt es noch sehr viel mehr. Ah, ne, die Tür da hinten sieht auch zu aus. Oder? Ja, zu. Sehr zu sogar. Wo bin ich hier eigentlich? So jetzt mal so rein. Ach, hier ist der. Ah, hier ist das. Ach, hier ist ja direkt das komische Lager neben. Und hier ist diese dumme Einschienenbahn, die komischerweise überlebt hat. Ist das überhaupt eine Einschienenbahn? Ja, es ist eine Einschienenbahn. Die komischerweise ja überlebt hat, was ich immer noch sehr dreist finde. Und ruckel. Ah, man, diese Mikroruckler hier. Und Mikroruckler sind es ja gar nicht. Es ruckelt einfach nur. Ja. Ach, guck mal, Grafikfehler. Sind sie nicht schön? Beziehungsweise sind keine Grafikfehler. Da fehlen einfach nur die 3D-Modelle. Und deswegen sieht es jetzt halt so aus, wie es aussieht. Ich müsste noch dem Bauern noch berichten, dass das nicht so geklappt hat mit der Wasserversorgung. Ich weiß bloß nicht mehr, bei wem das war. Das schwarze Gebäude von hinten ist das Gomorra, ne? Von hinten bloß, glaube ich. Bin mir nicht mehr ganz so sicher. Ja, da hinten sind wieder lustige RNK-Truppen unterwegs. Vielleicht haben die ja noch was zu erzählen. Wenn ich mir mal irgendwas ausdenken, was ich jetzt mal machen könnte als nächstes als Mission. Wenn nicht, muss ich jetzt wirklich mal langsam mich für eine oder andere Seite entscheiden. NCR-Troopers? Wenn sie in der Armee wären, hätten sie es mittlerweile wohl bald zum General geschafft. Ja, ich habe viel getan in den Laufe der letzten paar Jahre. Also ich habe mir ja auch viel Mühe gegeben bei der ganzen Geschichte hier. Also wirklich, ich bin stets bemüht. Ja, Schluck Wasser. Klasse. Ach ja, genau. Hier waren die RNK-Farm. Warum steht hier eigentlich so ein riesengroßes Gebäude rum, wo ich nicht rein kann? Hätten sie da nicht einfach eine Ruine hinstellen können? Oder habt ihr irgendwo noch eine... Ne, es hat keine Tür. Manu, ich will hier mal in so ein Gebäude rein, so ein großes. Da kann man sicherlich was plündern, aber nein. Müssen die alle dicht sein. Nö, da kommen wir nicht rein. Stimmt, da vorne ist das Pumpengebäude. Und das da vorne... Das hier ist noch... Warte mal, das da vorne sieht aus wie ein Supermarkt. Aber da kommen wir auch nicht ran. Zumindest sieht die Tür nicht sehr offen aus. Nö, auch nicht. Keine Action hier mehr im Ödland. Alles öde im Ödland. Ich sollte aufhören mit solchen Kalauern. Nee, was macht man jetzt vor lauter Angst? Also ich denke mal, das wird jetzt wohl mehr oder weniger darauf hinaus, aber was schmuggelnde Kojoten? Was ist denn mit St. James über die vermissten RNK-Flüchtlinge reden? Wer ist denn St. James? James. Die Informationsbewegung. Ja, was macht man jetzt vor lauter Angst? Also jetzt... Ist jetzt wahrscheinlich wirklich die entscheidende Kombo, wo ich mich mal für eine Hauptmission entscheiden muss. Ich habe, glaube ich, wirklich gar keine Nebenmission mehr zur Auswahl, die ich machen könnte. Außer jetzt vielleicht zu Frank James zurückzureisen und die Weathers irgendwie zu befreien, aber...
Ich muss ja sowieso so mehr oder weniger wahrscheinlich cheaten, um bei der Legion wieder irgendwie halbwegs angenommen zu werden. Die Ranger-Veteranen sind aus Bacha auf dem Weg hierher. Was, hab wo? Sie noch nie gesehen, aber sie sollen Blei fressen und Kugeln scheißen. Was sind das Coole, ne? Das will man erwarten. Komm ich hier wirklich in kein Haus mehr rein? Warte mal, das kann doch nicht sein, dass hier so viele Häuser rumstehen und ich komme kein einzig... Ne, die haben alle keinen Eingang. Treibhaus. Pumpstation, Ostzisterne. Ja, das war's. Was? Östliche Zentralkanalisation? Moment mal. In der Kanalisation war ich da auch noch nicht. Oder nicht? Da sieht man wieder die Logik in solchen Spielen. Oh, ein Supermarkt. Wir müssen die sofort verbarrikadieren. Naja, das ist ja schon 200 Jahre her, die ganze Geschichte hier. Da steht sogar noch, dass Aerotech war. Die Atombomben sind da vor 200 Jahren gefallen. Das komische Essen war ja anscheinend alles ein bisschen länger haltbar, was die alle hatten. Aber, hallo Crazy Cookie. Oh, und da werden die wahrscheinlich irgendwie nach 100 Jahren mal die ganze Bude... Achso, die Ratten tun mir ja sowieso nichts. Die ganze Bude mal geplündert haben, würde ich mal stark vermuten. Wir haben es ja in den einen DLC, was in Utah gespielt haben, haben wir es ja gelesen, dass der eine Typ, der da irgendwie nach 20 Jahren war irgendwie so halbwegs, konnte er wieder rausgehen. Die ersten paar Jahre war es halt nicht so schön, so jetzt erstmal. Ach, das bringt mir noch positives Karma hier am Ghoul zu erschießen, klasse. Ein wilder Ghoulstreuner, Kopf verkrüppelt. Ah ja, vielleicht gibt's... Wasser, doof. Was ist denn das da unten noch von rotes Leuchten? Komm. Das erwartet dich beides. Glück und Verderben. Diese Faktoren breite ich auf die Konsequenzen vor. Klasse. Sie haben Karma dazu gefunden. Juhu. Kanalisationsgitter nach dem Prabe. Wer ist denn? Wo komme ich da denn jetzt raus? Die Fertigkeit Medizin bestimmt. Ja, gut. Ich hatte auch ein Eis vorzulesen. Ach, jetzt bin ich hier unten. Warte mal. Wenn ich. Die Kanalisation ist anscheinend nicht so richtig riesig. Juhu, gehen wir hier nochmal rein. Wir hoffen, hier noch irgendwas zu finden. Aber ich ahne, in Abwasserkanälen ist wirklich kein finsteres Geheimnis versteckt. Keine geheimen Raketenbars, keine Walls, die ich nicht gefunden habe. Na, da unten ist zu, genau. Und was haben wir hier noch? Eine Tür. Ach, Quatsch. Wer bist du denn? Sweet Jill? Wer ist denn Sweet Jill? Luke's Pfund? Der war da, Gabenfrucht, ja. So, wer ist jetzt Sweet Jill, ist die große Frage. Irgendwo da draußen gibt es wahrscheinlich jemanden, der Sweet Jill sucht. Ich habe keine Ahnung, wer soll. Ich schleiche hier mal rum. Hier Leichen, viele Leichen sind nie gut. Aber. Oh, Ratten. Riesenrattenjunges? Ich könnte jetzt einfach die ganzen armen Ratten erschießen, aber ich sehe da irgendwie gerade keinen Sinn drin. Also, warte mal, hier haben wir noch eine Abenteurertasche. Oh! Hört, Abenteuer, Reddex. Reddex nehme ich mit. Das ist doch, glaube ich, ganz klug, mal ein paar Reddex bereit zu haben. Also, auch als Abenteuer, meine ich. Ich komme hier nicht durch, oder? Ich meine, selbst wenn ich das Rattenjunges erschieße, wahrscheinlich komme ich da immer noch nicht durch. 10 Tonnen Konservationsmittel in einer Packung Chips ist übertrieben. Naja. Das, die komischen Steaks hier und das ganze Zeug, was die alle haben, das hält immer noch. 200 Jahre nach einem Atomkrieg, finde ich, ist das schon bemerkenswert, wenn da das Essen noch essbar ist. Und dann noch was bei rumkommt, man dann nicht sofort von stirbt quasi. Oder zumindest nicht wegverdorben ist. Also da muss schon ein bisschen was drin sein in dem Zeug, damit das so lange hält. Die hat auf jeden Fall das Essen schon im Hinblick auf einen Atomkrieg schon bereit gemacht. Hier gibt es ja noch richtig viele Türen, Mensch. Ah ne, hier geht's wahrscheinlich, wo komme ich denn raus? Ist das hier auf Leiter zu Fernpächtern? Farmpächtern? Das ist Freiwilligen zum Wehrdienst eingezogen, Soldaten. Ja, das ist die Anker. Ja, Einheitlichkeit fehlt. Wo sind wir denn jetzt? Anscheinend an einer RNK-Pachtfarm. Wir sind da richtig weit gekommen. Wo sind wir eingestiegen? Ah, da hinten immerhin. So viel dazu. So richtig spannend ist das hier unten auch nicht, aber... Oh, was haben wir denn hier noch? Haben wir hier Wasser? Nee, leider nicht, oder? Wasser? Was? Hier sind auch drei Rad? Ich denke, wir haben hier unverseuchtes Wasser irgendwo rumliegen. Sieht hier mit diesen Wartungstunneln sieht's immer ein bisschen aus wie in einer Vault, finde ich. Das ist mal das gleiche Design. Ein? Wo sind wir denn jetzt? Ernsthaft, wo sind wir jetzt? Ich sehe auch nicht. Also, das Pip-Boy-Licht ist auch ein bisschen schwach. Ich könnte mir da einen besseren Scheinwerfer vorstellen. Hey. Was ist denn das hier für ein Gang? Der sieht ja aber nicht so aus, als wäre der ursprünglich geplant gewesen. Mir fehlt halt irgendwie so ein Scheinwerfer. Also, boah, es ist halt. Das Pip-Boy-Licht macht halt so ein omnidirektional, also in alle Richtungen gleichzeitig Licht. Nordkanalisation, aha. Und das ist Cookie wieder weg.
Ein bisschen Salz drüber gestreut, dann hält das schon länger. Ist klar. Oh, radioaktives Wasser ist doof. Trotzdem, wo bin ich hier?